Herzlich willkommen zum VBU-Podcast zum Thema Projektmanagement mit unserem Kollegen Michael Taube. Im nächsten Teil unseres Podcasts wollen wir uns mit einem sehr schwierigen Thema beschäftigen, nämlich das Projektumfeld und die Stakeholder. Also in der Hauptsache mit Menschen. Ein ganz gefährliches Terrain. Mit Technik können wir ja relativ gut umgehen, aber mit Menschen wird es relativ schwierig. Aber wir müssen uns der Problematik annehmen. Fangen wir mit dem Projektumfeld an. Stellen Sie sich bitte folgendes Bild vor. Wir fliegen mit einem Hubschrauber über eine Landschaft, eine landwirtschaftliche Landschaft, in denen wir Felder sehen. Wir erkennen im Moment noch nicht, was in den Feldern selber drin ist. Was wir erkennen, ist, dass es überhaupt diese Felder gibt. Aber wir erkennen wenigstens alle Felder, die wir überfliegen können. Und genau das tun wir im Projektumfeld. Wir neigen dazu, uns relativ schnell in Detail zu verlieren, aber hier in der Projektumfeldanalyse müssen wir genau das versuchen auszusetzen. Deswegen fliegen wir mit unserem Hubschrauber über unser Projekt relativ weit oben, damit wir alle Projektumfelder sehen können. Wir sehen sachliche Projektumfelder, wir sehen soziale Projektumfelder, wir sehen das Ganze intern und wir sehen das Ganze auch extern. Nur wenn wir alle Projektumfelder an dieser Stelle relativ frühzeitig erkennen können, können wir sie auch bearbeiten. Je später wir Projektumfelder erkennen oder je früher wir ins Detail gehen, desto eher müssen wir unsere Planungen, die wir in der Definitions- und in der Planungsphase machen, wiederholen. Also deswegen erstmal sehr abstrakt in die Projektumfeldanalyse gehen und danach sich darum kümmern, was sind genau die Umfelder, die wir hier haben. Soziale Umfelder werden im Stakeholder-Management bearbeitet und sachliche Umfelder im Risikomanagement. Wir kümmern uns als nächstes um das Thema Stakeholder-Management. Was sind Stakeholder? Stakeholder heißt in der Übersetzung interessierte Parteien oder aus dem Englischen to hold a stake, ein Interesse an etwas haben. Stakeholder können entweder am Projekt beteiligt sein, am Projektverlauf interessiert sein oder aus den Auswirkungen des Projektgegenstandes betroffen sein. Damit merken Sie schon, das können eine ganze Menge Leute sein. Fangen wir mal an, das so ein bisschen abzukürzen. Also die am Projekt beteiligt sind, Projektleiter, Projektteam, der Projektbeauftrager, möglicherweise der dritte Kunde, für den wir dieses ganze Projekt machen. Aber auch so Leute wie unser Geschäftsführer, unsere Eigentümer, der Lenkungsausschuss. Dann haben wir diejenigen, die am Projektablauf interessiert sind. Ganz häufig, gerade bei öffentlichen Projekten, die Presse. Die öffentliche Meinung, also die Bevölkerung als solches. Journalisten, Verbände. Und diejenigen, die mit den Auswirkungen des Projektgegenstandes beschäftigt sind, sind zum Beispiel Anwohner. Am Beispiel Kindergarten. Kindergarten wird draußen ein Spielplatz gemacht. Solange der Spielplatz bebaut wird, ist das relativ unproblematisch für die Anrainer. Aber sobald der Spielplatz quasi im Einsatz ist, entsteht vielleicht Lärm und die Anrainer könnten sich angesprochen fühlen und entsprechend etwas tun. Also müssen wir dafür sorgen, dass diese Stakeholder in irgendeiner Art und Weise über das Projekt informiert werden, vielleicht in das Projekt mit eingebunden werden, aber zumindest dafür sorgen, dass die Stakeholder nicht unser Projekt versuchen kaputt zu machen. Deswegen Stakeholder Management. Wir managen, wir steuern und beplanen unsere Stakeholder. Was machen wir dafür als erstes? Wir müssen als erstes untersuchen, welche Stakeholder haben wir überhaupt. Ja, in unserer Umfeldanalyse haben wir festgestellt, wir haben zum Beispiel Anrainer, wir haben die öffentliche Meinung, wir haben die Presse. Jetzt versuchen wir, diese abstrakten Gruppen runterzubrechen, damit wir Einzelpersonen bekommen. Es ist immer einfacher, mit Einzelpersonen umzugehen, als mit ganzen Gruppen.
Nichtsdestotrotz, manchmal hat man keine andere Chance, als eine Gruppe zu nehmen. Nehmen wir zum Beispiel diejenigen an, die vor Stuttgart 21 vor dem Bahnhof standen. Da einzelne rauszunehmen, macht wenig Sinn, aber das ist insgesamt eine Gruppe, die dahinter steckt. Dann müssen wir, nachdem wir rausbekommen haben, wer das überhaupt ist, gucken, welche Interessen haben die. Das können Interessen sein, die wir kennen, weil wir die Leute befragt haben. Übrigens ein sehr probates Mittel. Gehen Sie einfach zu Ihren Stakeholder hin, reden Sie mit denen. Da kriegen Sie immer am besten was raus, was die Leute haben wollen. Häufig geben die Ihnen richtig ernsthafte, sinnvolle Antworten. Wir trauen uns das immer nicht so richtig, aber ich kann Ihnen versprechen, das macht ganz viel Sinn. Falls wir eben nicht mit den Leuten sprechen können, mag ja auch sein, dann sollten wir gucken, was wir über sie in Erfahrung bringen und daraus unsere Ableitung machen, welches Interesse dieser Stakeholder oder diese Stakeholder haben können. Dann sollten wir sie bewerten. Nämlich danach, ob diese Stakeholder unser Projekt aufhalten können oder zumindest eklatant verzögern können. Beides ist nicht gut für unser Projekt. Wir als Projektleiter sind ja für den Projekterfolg zuständig, also müssen wir dafür sorgen, dass unser Projekt reibungslos durchläuft. Neben dem Interesse oder der Macht, überhaupt das Projekt aufhalten zu können, haben die Leute auch unterschiedliches Interesse, ihre Macht einzusetzen. Auch das ist zu untersuchen. Stellen Sie sich bitte einen Bürgermeister einer Stadt vor mit 10 Bauprojekten, ist zu überlegen, ob er ausgerechnet an Ihrem Bauprojekt ein Interesse hat, dieses Bauprojekt in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Wenn Sie diese beiden Kriterien, Macht und Wille, zusammen haben, können Sie ein Stakeholder-Portfolio erstellen. Das Stakeholder-Portfolio wird klassischerweise in einem 4-Sektoren-Diagramm gezeichnet. Indem sich dann entsprechend Ihrer Stakeholder wiederfinden. Das Wichtige am Stakeholder-Portfolio ist, dass wir, wenn wir jetzt als nächstes Maßnahmen uns überlegen, für die Stakeholder, dass wir nicht jeden Stakeholder mit einer Einzelmaßnahme überziehen können. Das würden wir zeitlich und finanziell nicht schaffen. Also versuchen wir, die in dem Stakeholder-Portfolio zu clustern und dann zu sagen, in den einzelnen Segmenten machen wir gleiche Maßnahmen. Wir sprechen dort von Quadrantenpolitiken, die wir durchsetzen. Es gibt eine repressive, es gibt eine diskursive und eine fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber bestimmt gleich. Also, ich schreibe es sicherheitshalber nochmal auf. Denn sie heißt partizipativ. Sie sehen, schon Augustinus 500 vor Christi hat gesagt, halte dich an die Ordnung, dann hält die Ordnung dich. Also gerade an der Stelle wunderbar bewiesen. Also wir haben 3 Stakeholder-Politiken, die wir durchsetzen wollen. Repressiv, das sind diejenigen, die keine Macht haben und die auch keinen Willen haben. Die Leute müssen wir nur beobachten, denn es kann ja im Verlauf des Projektes fortkommen, dass auch diese Stakeholder sich in irgendeiner Art und Weise ändern. Dann haben wir eine diskursive Politik. Dort diskutieren wir mit unseren Stakeholdern. Das sind die, die entweder Macht hohe Macht haben oder hohen Willen haben. Wir müssen so ein klein bisschen unterscheiden, was wir mit den Leuten machen. Aber das sind immer irgendwelche allgemeingültigen Maßnahmen. Zum Beispiel Newsletter erstellen, eine Homepage haben, öffentliche Veranstaltungen machen, wo die Leute mit diskutieren können. Die wichtigsten sind allerdings die, die wir mit einer partizipativen Politik überziehen. Das sind die Stakeholder, die eine hohe Macht auf unser Projekt haben und einen hohen Willen, diese Macht einzusetzen. Diese Stakeholder müssen wir in besonderer Art und Weise bearbeiten. Meistens persönlich. Aber wir dürfen hier in dem Fall, weil diese Stakeholder so wichtig sind, auch für den einzelnen Stakeholder oder für die einzelne Gruppe von Stakeholdern spezielle Maßnahmen durchführen. Sehr beliebt, immer wieder gern genommen, ist das Kamingespräch für solche Stakeholder. Na, stellen Sie sich bitte vor, im Adlon, hier bei uns in Berlin, im Adlon, im Kaminzimmer,
Teppich so hoch, Flasche Rotwein 600 Euro. Sie können sich vorstellen, dass diese Maßnahme relativ teuer ist, gerade wenn wir sie regelmäßig durchführen wollen. Das tun wir eben halt nicht für die anderen, sondern das tun wir ausschließlich für unsere Stakeholder, die wir im partizipativen Umfeld haben. Warum machen wir das Stakeholder-Management nun? Völlig klar. Einerseits müssen wir dafür sorgen, dass unsere Stakeholder unser Projekt nicht in Mitleidenschaft bringen. Andererseits haben Sie gerade gesehen, kosten die Maßnahmen, die wir hier planen, Zeit und Geld. Und darum müssen sie sehr frühzeitig im Projekt mit geplant werden, damit wir sie nachher, wenn wir dann in der exakten Planung sind, sie auch entsprechend mitbearbeiten können. Das war ein kurzer Überblick zum Thema Projektumfeld und Stakeholder-Management. Vielen Dank fürs Zuhören.